sind ekelhaft. Meinst du ich? Die haben mich getotet. Getotet? Ja. Und Spottermail. Das ist ein neuer cooler Rocket Launcher. Collar. Collara. Wuhu! Ihr seid Stomper Launcher, 888 Milliarden Schaden. Cool. Naja, nicht unbedingt besser als mein jetziger. Ist das ein Fisch oder eine Mine? Eine Kabelquappe. Wo bist du? Beim Fisch. Oh Gott, ein Riesenfisch. Ja, ich würde auch gerne ein Auto haben, ne, also. Chatterpow! Ey, bleib stehen! Ich brauch deinen. Ich hab hier einen. Ja. Toll. Da werde ich angeschrieben. Man merkt doch, dass ich aufgenommen wird. Aber nein! Aber nein. So. Offline. Ah ja, noch ein zweites. Ja, warum nicht? Ja, du Fisch. Hä? Warum hast du eine Niete da oben am Kopf? Warum fährst du eigentlich weiter ohne mich? Weil ihr ein Gegner war. Ah. Oh, ich wollte auch eine. Boah. Nee, weißt du? Wir nehmen nicht auf. Wir hat tun er gefragt, nur so. Oder was? Jo. Oh. Ich antworte nicht mehr. Borderlands, ne? Wenn wir Borderlands spielen, heißt das, ne? Dass wir einfach so aus Spaß Borderlands spielen, ohne Aufnahme. Aufnahme, WTF, was ist das? Kann man das essen? Achso, nee. Was? Ich dachte, wir trinken. Ach, die Explosion ist die Explosion ist explodiert, ja. Also Wasser genau. Aufnehmen, ne? Verstehst du? Wasser aufnehmen. Obwohl, ne, natürlich Nahrung könnte man eigentlich auch ganz einfach aufnehmen. Könnte man eigentlich mal wieder machen, Wasser aufnehmen? Ja, auf jeden Fall. Erfrischend. Ich habe gerade kein Wasser hier. Doch, habe ich. Dazu muss man sagen, Cola ist Zuckerwasser. Ich habe Wasser. Und Nahrung könnte man echt auch wieder aufnehmen. Das ich müsste hier irgendwo noch. Ah, Landstreicher! Cool, töten. Ja, du hast einen Raketen. What the fuck? What's ich that? Mal Schokolade auf. Das macht man gerne in der Aufnahme. Dann nimmt man gerne Sachen auf. Cool. Danke. Hm. Nee, ich war gerade mit der Schokolade beschäftigt. Kann ich auch nichts alles machen. Kann ich auch nichts alles machen. Ich kann einfach sterben. Ich nicht ein. Ich aber. Wenn der Affe kommt, nicht so die ganze Zeit rumlaufen würde. Aha. Wenn wir beide ein Auto haben, wäre die Chance ein bisschen höher. Vor allem sollen wir gar nicht gegen die Spinnen kämpfen. Ja, aber warum kämpfst du gegen sie? Bin ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Wir waren einfach da. Mhm. Sicher doch. Ich bring dir dein Auto mal mit, ne? Mhm. Sicher doch. Dauert nur ein bisschen länger, ne? Jo. Warum bist du eigentlich vollkommen in die falsche Richtung gefahren, sag mal? Bin ich gar nicht. Nein, warum sind wir hier hinten in der Ecke, wenn du eigentlich da hinten hin musst? Da waren eben die Banditen. Und? Schau, du Affe. Was frisst du eigentlich für einen Scheiß? Was sollte man nicht aufnehmen? Wasser und Schokolade, sonst nichts. Cola natürlich. Bist du immer noch damit beschäftigt, mein Auto herzubringen? Ja, das steht schon auf der Straße. Muss ich nur anschieben. Mhm. Frag dich nur, woher der die ganzen Schlüssel für alle Autos hat. Skelettschlüssel und so. Gib mir aber nur 99. Hm. Nicht Schlüssel für alle Autos, die es gibt. Hier ist ein Auto! Aber in Oblivion bringt das, dass man nun endlich die hat. Ich, Sag dazu einfach gar nichts mehr. Wie schlecht. Du, warte, ja. Ich kenn Still Attack. Du, wie dreht er bitte das Auto? WTF? Sollst du, glaube ich, mal aussteigen?
Hilfe. What the heck? It's just passiert. It just happened. It's just passiert. Der Fug? Ist übrigens Heilung. Steig mal ein. Mach mal. Die Fahrt wird bestimmt lustig. Hätten wir Vorderradantrieb, hätten wir eine Chance. Tja. Lass mal schnell umbauen. Voll fail, ey. Weh. Ich hab mein Auto ausgelenkt. Physikalisch nicht unterstützbar. Guck mal, guck mal. Ich werd doch runtergeschubbt. Scheiß Auto. Ich glaube, ohne Auto kommen wir nicht weit gegen Autogegner. Doch. Wir sind sowas wie Superman und Hulk. Nur sind beide nicht schwarz, wen willst du? Hä? Sind beide nicht schwarz, wen willst du denn? Ich nehm Spider-Man in schwarz. Also, Tag Spider-Man, bla. Der ist aber böse. Ja? Keine Ahnung. Hab ich nie geguckt. Ich auch nicht. Achso. Aber schwarz ist in Hollywood-Filmen immer böse. Stimmt. Also alle schwarzen Schauspieler sind gleichzeitig böse. Nee. Eddie Murphy zum Beispiel, oder keine Ahnung, ja. Will Smith. Eddie Murphy ist auf Drogen und spricht mit Tieren. Achso, ja. Ah ne, hier hinten waren die Gegner. Ja. Steht ja schon wieder ein. Tötet ihn! Ah ne, da ist noch das Auto von denen davor. Oh. Vielleicht müssen wir es ja gucken. Stop my car. Kaputt machen! Mobbing, jo. Automobbing. Wir haben geknallt, Junge. Bah. Von vorne und von hinten. Das kann man Sutra der Sünden. Hey, das klingt, als wär's von dir. Keiner möchte uns einstellen als Autofahrer. Lass mal reinfahren. Wow, hier ist noch eine. WTF. Die Spannung so. Hey, hier geht's rein. Da geht's rein. Sollten wir eigentlich. Doch, da müssen wir rein, oder? Wett, da müssen wir nicht rein. Nee, doch gar nicht. Nee, müssen wir nicht. Wir haben hier auch ein bisschen. Boah, ist schon wieder so ein Mongo-Kopf-Affen-Typ. Die kommen überall her, da. Kein Bock, ich suche jetzt die Autofahrer. Jo. Was? Naja, kein Bock. Irgendwie nicht, ne? Sei ruhig. Titten! Wir sollten, glaube ich, Underdog allein wegen Titten spielen. Ich mach kein High Five, ich mach High Titten. Hui! Japanisch. Mein Gott. Hör mal, so geht das. So geht das. Dein Auto ist aber noch heile. Nicht. Ich fahr dagegen, ne? Eine Sekunde später explodiert das erst. Oh Mann. Okay. Oh, passend, hier kann man die Autos machen. Oh. Ja, steig mal aus, Junge. Alte Lady, hier sind sie. Ich muss doch gerade was umstellen. Ich danke Ihnen. Ich hab die Karre. Tja, wo sind jetzt die bösen Gegner? Haben die dir deine Tasche geklaut? Handtasche? Ja. Das kann ich. Fieb dein Schatten an, genau. Like a boss. Ich weiß, der steht genau vor der weißen Wand, ne?
Und da ist ein Schatten und den fiebt dir so laut an, das ist...